Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Oceanhorn 2. So, den Feuervogel haben wir besiegt. Jetzt brechen wir wieder auf zur Weißen Stadt. Ich habe ja noch diesen Schlüssel zur Truhe im Hohen Nest. Ich weiß nicht, wo dieses Hohe Nest ist. Ich würde natürlich diese Truhe auch gerne nochmal öffnen und sehen, was da drin ist. Aber jetzt eiern wir erstmal zurück zum Weißen Dings. Können wir nochmal hier zurückfahren mit dem Boot später. Können wir, glaube ich, garantiert auch da so ein Dampfer. Da können wir hingehen. Mit dem Boot weiterfahren. So, ab zur Weißen Stadt und dann in das nächste Emblem abliefern. Ist ein bisschen blöd, hier rumzufahren, finde ich. Das könnte man auch anders machen. Oder? Das hätten wir auch anders lösen können. Ein bisschen. Obwohl, können wir diese Insel ansteuern? Dafür ist da ja irgendwas, was wir da machen können. Mal gucken. Muss man nicht direkt den geraden Weg übernehmen? Ist ja wirklich, was ist man da eigentlich? Das sieht so aus wie so ein... Da kann man gar nicht rein. Also, hier unten ist ja schon ein Eingang. Nee, kann ich das jetzt nicht rein. Okay. Bis später im Spiel. Mal sehen. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Okay. Ach, zur Weißen Stadt. Den Turbo einsetzen. Was ist ein Turbo denn eigentlich? Aber es ist schon schön, das Spiel, muss ich sagen. Also. Hauptstadt der Arkadiens. Sehen wir, empfangen wir die glorreichen Soldaten, die wir sind. How did it go, son? Konnten Sie nehmen, die Erde zurückbringen. It's great to hear that. This gentleman here needs to speak with Trin. Trinity, you are summoned by Archimedes. You must come to the palace immediately without delay. I will come at once. See you later, guys. Let's go to my study and rest tonight. Machen wir. Zack. Gehen wir mal in sein Quartier. Die Story muss ja auch ein bisschen vorangetrieben werden. This might be a good time to visit the Knight's Order. It is that tower over there. Ist der Ritterorden besuchen? Ja. Ist der Ritterorden? Wollen wir noch mal kurz reingehen? Der Ritterorden. Ja, gehen wir rein. Wenn wir schon mal hier sind? Ach, das haben wir an. Oh, wow. Look on the desk over there and see if there's anything interesting. Der Ritterorden stammt von einer Gruppe edler Ritter aus den arkadischen Legenden, die König Gildas bedient und beschützt haben. Man nannte sie die Ritter der Runde. König Gildas wusste ihre Treue zu schätzen und schenkte ihnen besondere Dolche, in denen ihre Namen eingraviert waren. Immer wenn sich die Ritter trafen, folgten sie einem Ritual. Sie zogen ihre Dolche und zeigten damit erst in den Himmel, um die Göttin Sol zu ehren und anschließend auf ihre Herzen, um ihr Opfer für den König zu symbolisieren. Die Ritter der Runde haben das Reich und ihren König in vielen Schlachten verteidigt und in Arkadien herrschte Frieden. Aber die Dunkelheit bereitete sich dort, wo es am Felsen ist, im Herzen der Menschen. Okay, also lass uns das mal noch nicht machen hier, weil wir haben ja noch keinen Schlüssel dafür. Wir gehen jetzt einfach rein und ruhen uns aus. Freuen wir Story so ein bisschen. Sehen wir, ne? So, los geht's. Halt! Sam!
wir die Brücke. Ich war doch so weit weg. Das ist richtig dran. Eine Riesenstadt, ne? So, okay. Halte dich die rittlichen Pflichten auf Trab? Gut, das nächste Schlimme ist untätige Hände. Das trübt den Verstand. Wenn ich eine Freizeit habe, spiele ich gerne einen neuen Rebellen. Okay. Wir müssen kurz hochgehen. Wo war das Zimmer? Hier oben, oder? So. Das ist eine Piepshow. Hier sind wir garantiert nicht hin. Mann, Mann, Mann. Oh ja, voll Leben. Hier? Ich glaube, hier war das, ne? Genau. Na gut. Ja, hier waren wir schon schlafen. Ein neuer Tag in Arkadien. Hey, es gibt mehrere davon. We are... Trin won't be back for a while. You want to get some rest? Yes. I'm going to oil my joints as well. Oh, you're young. Go and explore the city or even the nearby lands. Meet us in my study if you get bored. Toll. Wenn ich wieder hier gehe, dann muss ich wieder hier rumrennen. Ah, da kommt die schon in die Stadt. Oh, wir sind schon rum hier. Kannst du meinen Schatz enthüllen? Nur ein wahrer Schütze trifft das letzte Ziel. Sollte das hier oben irgendwas blinken? Hey. Wir haben unseren Schütz. Versuchen wir unser Glück.
Oh. Warte. Oh Mist, das ist zu früh. Mal. Aber zu spät. Jetzt aber. Oh. Hä? Das war der falsche. Oh Mann. Warte mal. Da. Okay. Oh, fast. Oh, nein. Der hintere. Zack. Hat auch gedauert. Was mag da drin sein? Eine Superwaffe? Nicht gar nichts, nur Schrott wieder, pass auf. Ja! Yeah. Hm. Rodiamant, er ist unglaubliche 200 Münzen wert. Na gut, nehmen wir mit, ne? Ist ja gar nicht so verkehrt. Guck mal da. Hallo. Du musst dir hier nicht alles angucken, du sollst da raus. Sag mal. Dumm? Die Idee? Ob du dumm bist, hab ich gefragt. Geh mal raus, da war noch eine Schatz. Da war noch eine Schatzkiste zu sehen. Die hab ich ja geholt. Ich hab gar keine Lust, das hier zu erkunden. Ich möchte eigentlich viel lieber weiter mit der Geschichte machen. Geh doch schon auf. Also, ab zur Geschichte. Mikrofon atmet, aber das ist wirklich der Sound hier. So. You have returned. Du bist zurück. Did you find anything good while I was gone? Wenn ich weg war? Ja. Great. I can't wait to see what you got. You are all here. Good. Rest tonight. We will leave for Submeria tomorrow morning. Ja, okay. Gut zu wissen. Dann legen wir uns mal schlafen. Tritt hier am Flughafen mit Meister Mayfair. Achso, hat wahrscheinlich schon geschlafen. Gut. Oh. So, komm, wir müssen uns Meister Mayfair treffen. Komm mit dir, Spinner. Fortress is something else. First of all, when compared to any other vehicle, these things are gigantic. The one I'm piloting is called Oceanhorn. It seems like it knows exactly what I want. Makes the movements instantly. It's almost as if Oceanhorn moves before I even control it. Unauffälligen Lichtschrift zu oben. Da muss ich wahrscheinlich rein. Gut, Flughafen. Sehr gut.
Wo die noch hin müssen, weiß ich natürlich nicht. Aber... Wie lange sollen wir denn, Mädel? Hier, sieht gut aus. Wollen wir durch. Da sind sie auch schon. Hey, you finally came. Meet Princess Finn of Submeria. Trin, you'll be in charge of the flying part. Let's go. Okay. Können wir mal fliegen? Gerade eben sind wir mit dem Boot gefahren zu der anderen. Hier können wir fliegen, das ist natürlich auch nicht schlecht. Okay. Können wir schneller fliegen? Nee. Flying Airship for the first time. Herausforderung abgeschlossen. Denkt sich ein bisschen anders. Sehr, sehr wackelig, wie man sieht. Obwohl er hat genaue Steuerung hat auf jeden Fall. Das ist das Ding, wo wir gerade eben nicht rein konnten hier unten. Seht ihr das? Komisch aus, oder? Okay. Kann wahrscheinlich nur von oben reinkommen. Mayfair, was sagt er? How long until we reach Submeria, Trin? We should see the beacon soon. All my life I've heard stories of the paradise that is Submeria. Now we're actually going there. And we forgot to pack our swimsuits. Yes. Compared to northern parts of Gaia, Submeria is a paradise full of life and color. It is a shelter and a home for thousands of birds and fish. This is all thanks to the sacred emblem of ocean that I'm carrying, and the god Trito, who lives inside it. Don't worry. We'll return the sacred emblem to the top of the beacon in no time. Our people call it Utheka. It is a holy place for us Gil folk. According to our legends, the first Gil men were born inside it. We're here. Let's land on the top of Utheka. The pedestal for the sacred emblem should be there. Können wir doch garantiert nicht landen. Da ist doch irgendwas, was nicht stimmt. Wäre zu einfach, wenn wir das Emblem einfach oben rauflegen könnten, oder? Das sieht echt ganz cool aus. Auf. Was seht ihr jetzt? Oh, wir können landen. Okay. Wenn wir einfach das Emblem oben rauflegen, dann war's das. Legen wir das Emblem gleich mal oben drauf. Hat ja nicht so schwer zu wonderful. There it is! The pedestal for the emblem of ocean! Okay, was mit dir reden? The light is out. Licht ist aus. The pedestal is inactive. Oh man, I had a feeling this was all too easy. I guess the pedestal is activated from inside the beacon. Just like the last time. To enter Utheka, we must seek counsel from my kinsmen. Let's take the airship down to the land below and look for locals. Okay. Back to Yellowbird. Take Yellow Bird to... Laguna. Bring das zur Lagune. Und schwamm doch auch eine riesen Kreatur, konntet ihr gerade eben sehen. Ganz kurz schimmert die dir auf. Behaupte mal, das wird unser Boss sein. Und unten rum. Gut. Müssen wir mal Einheimische finden. Ich glaube, das machen wir aber alles beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin. Tschüss.